Ja, und Redefreiheit ist nicht ganz so salonfähig im Moment oder wird es immer weniger. Ich glaube zwar nicht, dass hier in Deutschland irgendwann mal die Redefreiheit abgeschafft wird, zumindest nicht formell, aber wir merken immer wieder, dass die Redefreiheit halt durch andere Sachen eingeschränkt wird. Beispielsweise, als die Mahnwachen angefangen haben, gab es ja fürchterliche Berichte, wir wären alle neurechts, alle antisemitisch und so weiter, hier bei Dreisat. Das heißt, über diese Schiene wird man mundtot gemacht. Wird man mundtot gemacht und darüber halt die Redefreiheit letztendlich eingeschränkt, weil die Menschen sich dann nicht mehr trauen, irgendetwas zu sagen. Es gibt einen Autor, der mal bei der FAZ war und der hat ein Buch geschrieben über die Machenschaften der Journalisten, der Ulf Korte. Und es gab einen holländischen Journalisten, der telefonisch angefragt hat bei der FAZ, ob denn das, was der Ulf Korte so alles geschrieben hat, das alles so stimmt. Und es gibt eine Seite im Internet, die Seite MM, und die haben dieses Video von diesem Telefonmitschnitt online gestellt. Die FAZ hat also da gerichtlich bewirkt, dass also dieses Video rausgenommen werden musste. Und es ging lediglich um eine Rückfrage. Und anstatt Antworten zu geben seitens der FAZ, wird also diese Nachfrage unterdrückt. Und so viel mal zu der Pressefreiheit oder zu der Meinungsfreiheit, der Redefreiheit. Es wird über andere Wege unterdrückt. Ich hatte auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja ein neuer Gesetzentwurf bei der EU. Und zwar das Toleranzgesetz, worüber man dann versuchen will, Meinungen in Deutschland zu unterdrücken. Es gab ja die Antisemitenkonferenz in Berlin und dort hatte zum Beispiel auch unsere Bundeskanzlerin öffentlich gesagt, dass diese ganzen Gaza-Demos, die stattgefunden haben, alles nur versteckter Antisemitismus wäre. Und es gab hier zwei Gaza-Demos, die wir auch unterstützt haben. Und ich war selbst dabei und ich weiß, dass es nicht um Antisemitismus ging, sondern es einfach um diesen Völkermord damals, als er so schwer brannte in Palästina, dass es dagegen ging. Es ging dagegen, dass Menschen, dass Zivilisten bombardiert werden. Aber es wird so hingestellt, dass es versteckter Antisemitismus wäre und darüber soll so etwas in Zukunft verboten werden. Das heißt, so ganz stickum, heimlich, hintenrum wird uns unsere Meinungsfreiheit dann doch genommen, obwohl es formell mit Sicherheit stehen bleiben wird, weil da kann man dann schön mit argumentieren, wieso, hier kann doch jeder sagen, was er möchte. Aber wenn wir nicht wachsam sind und einfach aufpassen, was so in der Politik tatsächlich passiert und einfach mal hinterfragen, dann können wir sehr schnell in eine Situation kommen, ja, die einer Diktatur gleichkommt. Und da sollten wir einfach vorsichtig sein. Und wenn wir solche Sachen sehen, dann auch aufmerksam aufnehmen und auch mit anderen Menschen teilen, zum Beispiel hier auf der Montagsmahnwache oder sprecht mit Kollegen darüber, damit das wirklich in den Köpfen der Menschen dann auch Anklang findet.